Morgen, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir, zu einem Wochenend-Vlog. Es ist Samstag und ich mache das Intro ausnahmsweise mal, bevor ich jetzt einkaufen gehe. Ihr seht, ich stehe wieder beim Aldi. Das hat folgende Gründe. Ich war gestern meinen Zwischeneinkauf erledigen, wollte aber gestern nicht die Tiefkühlpizza bzw. die frische Pizza schon mitnehmen, weil ich halt gestern auch noch im Anschluss zum Walmart musste und es ist halt ultra heiß und die Pizza ist so groß, die passt bei mir in keine Kühltasche. Deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt gehabt, dass ich die als morgen bzw. als heute Morgen frisch kaufen werde, weil wir brauchen noch Bananen und Joghurt, also ein paar Kleinigkeiten. Ich muss aber hinterher nicht nochmal in Walmart. Deswegen dachte ich mir, ich fahre die dann heute frisch. Die gibt es nämlich dann heute Abend. Haben hier jede Menge Leute auf dem Parkplatz. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache das Intro jetzt bevor schon Aldi geht, ausnahmsweise, weil es heute super heiß wird. Es ist auch schon richtig stickig im Auto, deswegen halte ich es kurz oder ich versuche es kurz zu halten. Es werden heute nämlich 37 Grad, es sind momentan 27 gefühlte, im Auto gefühlte Millionen. Also ich muss aufpassen, dass mir die Pizza nicht im Kofferraum auf dem Weg nach Hause schon irgendwie vorbackt. Also wie gesagt, deswegen habe ich die halt gestern nicht gekauft, weil ich halt gestern nicht nur in Aldi war. Ich habe halt gestern meinen Zwischeneinkauf gemacht und wer mich jetzt schon kennt, wer mir schon länger Erfolg weiß, ich gehe in der Regel zuerst zum Aldi und alles, was ich im Aldi nicht kriege, hole ich im Walmart. Der ist direkt hinter euch gegenüber hier am Parkplatz und da müssen wir heute nicht mehr hin. Was wir heute allerdings erledigen, beziehungsweise was wir heute auf jeden Fall vorhaben, ist nach Manhattan fahren. Dort ist nämlich der Buchladen, also da habe ich euch auch schon ein paar Mal mitgeholt. Ich glaube, ich habe euch auch schon mindestens zweimal mitgeholt in Bam, seit die Neueröffnung hatten. Aber die haben komischerweise trotzdem erst heute Grand Opening. Die haben vor allen Dingen auch 20% auf alles für die Leute, die halt eine Membership haben. Und ich habe halt eine Membership und deswegen wollte ich mich ein bisschen umgucken, weil eigentlich habe ich so ein paar Bücher auf meiner Wunschliste, die diesen Monat rauskamen. Und wenn ich da 20% auf jedes einzelne Buch sparen kann, dann hole ich die natürlich dann als heute. Also ich wollte mich da auf jeden Fall mal ein bisschen umgucken und dann noch ein paar andere Erledigungen machen, wenn wir jetzt sowieso schon mal gerade dann in Manhattan sind. Und vor allen Dingen wollten wir auch zur Bäckerei auf dem Weg nach Hause zum Bäcker für die Brötchen zu holen für morgen zum Frühstück. Morgen haben wir nicht viel geplant. Morgen wird so ein typischer Slow Sunday. Also ich habe auch nicht vor, jetzt meinen Wocheneinkauf dann morgen zu machen. Ich habe vor, erstmal also entweder heute Abend oder im Laufe des morgigen Tages auf jeden Fall in den Kühlschrank zu gucken, in die Tiefkühltruhe zu gucken und anhand dem, was wir noch da drin haben, überall im Vorratsschrank und so, vielleicht erstmal einen Essensplan zu erstellen. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt irgendwie was super fancy ist oder so. Aber das war halt erstmal die Lebensmittel aufbrauchen, die wir halt noch im Tiefkühler haben, bevor das dann doch irgendwie abläuft, weil selbst Tiefkühlware hat ein Ablaufdatum. Ich wollte das auf jeden Fall erstmal aufbrauchen, bevor ich halt noch mehr Zeugs kaufe. Und da wollte ich mal gucken, was da so möglich ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall in Aldi gehen, ganz schnell, bevor das Auto wirklich sich noch super mega aufhitzt. Also es ist wirklich jetzt schon mega heiß. Ich brauche unbedingt mal hier so ein Thermometer hier im Auto drin, damit ihr da mal eine Vorstellung habt. Es ist fast Okinawa heiß. Kaffee freue ich mich schon den ganzen Tag. Das ist der Iced Black Forest Mocha
von meiner Lieblingsbäckerei. Nur Hoagies hatten sie keine mehr gehabt. Hier ist auch Sahne oben drauf. Die schmilzt schon weg, weil es so ultra heiß ist. Und die Claire hat hier einen Mango Smoothie. Habe ich auch schon probiert. Ja, ist super lecker. Und da hast du auch noch was übrig. Ist noch was drin? Zwei Stück Pretzel Bites. Okay, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch in den Target für einen Badeanzug für die Claire zu gucken. Für den Sommer jetzt, weil es so heiß ist. Aber da muss ich auf jeden Fall eincremen, Fräulein, gell? Wir sind gerade nach Hause gekommen, es ist jetzt, schon 4:30, ich muss gleich einen Backofen vorheizen für die Pizza. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich gebe euch ganz schnell so einen kleinen Mini-Haul, also die Bücher zeige ich euch auf meinem Buchkanal, da mache ich so einen richtigen Book-Shopping-Vlog draus mit Book-Haul, den filme ich dann für meinen Buchkanal am Montag ab, da muss ich mal gucken, wann ich das hochlade. Aber ich dachte mir, ich zeige euch mal, was wir im H&M gekauft haben und auch was wir im Target gekauft haben. Und wir fangen im H&M an und zwar haben wir Socken gekauft, ganz unspektakulär, 5 für meine Tochter, 3 für mich, die waren im Angebot für jeweils $5. Dann hat die Claire sich ein Kleid ausgesucht. Für den Sommer. Das steht ihr auch total gut. Wir waren nämlich in einer Umkleide, weil die sonst keine mehr frei gehabt haben. Haben uns halt die Umkleide geteilt. Deswegen konnten wir uns dann gegenseitig beraten. Auf jeden Fall kam für mich persönlich ein Jeansrock mit. Ich habe da momentan so eine Jeansrock-Phase. Das ist dann jetzt mein zweiter Jeansrock in meiner Collection. Den fand ich auch total süß und Shorts. Das war der Hauptgrund überhaupt, weil ich weiß nicht, wenn man letzten Vlog geguckt hat oder meinen vorletzten Vlog, da hatte ich erwähnt, dass mir meine Shorts von letztem Jahr, die mir wirklich etliche Jahre gepasst haben, also seit ich denken kann, habe ich diese Shorts am Hintern gehabt im Sommer. Die passen mir nicht mehr, die sind mir zu klein geworden, die Shorts. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen triggernd, weil ich komme halt aus einer Essstörung und das ist für mich schon irgendwie so ein bisschen sehr, ich würde jetzt nicht sagen, dass es super schwierig ist für mich, also ich komme schon damit klar, aber es ist dann doch irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl, ganz komisch. Deswegen, ich packe jetzt diese Shorts weg, aus dem Auge, aus dem Sinn und habe mir neue gekauft, die dann halt auch passen. Und das war halt der Hauptgrund, weshalb wir überhaupt in H&M sind. Die haben jetzt $25 gekostet und ich hoffe, dass die genauso lange halten werden wie meine alten Shorts. Also meine alten Shorts, die sind bestimmt schon, oh Gott, ich weiß nicht, die sind bestimmt schon 6-7 Jahre alt, mindestens. Und dann kam eine Baggy Jeans mit für die Claire, für die kälteren Tage dann, so ab Oktober rum. Haben auch extra eine Nummer größer geholt, dass er halt noch reinpasst. So wie jetzt ein T-Shirt für den Sommer, das ist auch für die Claire. Und Shorts fürs Haus in rosa für mich, weil da habe ich tatsächlich auch nur, ich glaube, 2 Paar, die mir noch passen. Also bequem passen für hier im Haus rum. Das war das, was wir im H&M gekauft haben. Und im Target waren wir wegen, Badeanzügen. Da hat die Claire sich hier so einen schwarzen geholt, damit sie mit ihren Freundinnen jetzt an den heißen Tagen, vor allen Dingen in den nächsten paar Wochen, zum Pool kann hier in der Stadt. Weil wir haben tatsächlich ein Schwimmbad hier, das wusste ich gar nicht. Aber anscheinend haben wir eins da, deswegen. Und im Target, abgesehen vom Badeanzug, jetzt muss ich gucken, habe ich eigentlich nur 3 Sachen gekauft und 2 Bücher. Aber wie gesagt, die Bücher zeige ich euch dann für mein Buchladen, hätte ich fast gesagt. Für meinen Buchkanal. Aber ich hatte halt kein Vitamin C Serum mehr. Das ist mir schon vor Wochen leer gegangen. Ich glaube, ich habe es mehrmals in meinen Vlogs erwähnt. Und ich habe immer wieder vergessen, das zu kaufen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Und im Target habe ich jetzt dran gedacht. War aber im Target auch $3 billiger als im Walmart. Das ist von True Skin Vitamin C. Ich liebe das Zeug. Es erfrischt, es tut auch richtig die Haut, wie sagt man, moisturizen, also wie sagt man denn in Deutsch? Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Wenn es mir noch einfällt, schreibe ich euch das unten hier irgendwo in die Ecke. Das ist dann auch mit Vitamin E und Hyaluron für meine alte Haut. Und dann haben wir beim Nagellack geguckt, also das heißt geguckt, eigentlich haben wir nicht wirklich gezielt geguckt, wir sind dran vorbei und konnten nicht dran vorbei. Also ich habe hier einmal von Essie den Nagellack, Boatloads of Love. Das ist die Nummer 90, das ist so ein Nude-Tone. Und Birthday Girl, das ist die Nummer 119. Das ist so ein rosa Glitzer, ein richtig schöner. Bin gespannt, wie der ausschaut. Ich habe mir übrigens auch vor ein paar Tagen noch so ein Fake Gel gekauft, so ein Sage-Grün. Fand ich auch total schön, aber jetzt tendiere ich schon fast dazu, meine Nägel mit diesen beiden zu machen. Das hatte ich mir nämlich vor einem Monat oder so gekauft. Oder ist es erst 3 Wochen her? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die Farbe Mademoiselle 112. Und ich muss halt die Tage meine Nägel nochmal neu machen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es splittert hier oben. Geht das schon ein bisschen ab.
der Nagellack. Ist aber auch schon fast eine Woche her. Also dafür, deswegen, ich darf mich da eigentlich gar nicht beschweren. Aber ich fange jetzt an, den Backofen zu starten. Also den werde ich jetzt preheaten, vorheizen. Und dann gibt es auf jeden Fall Pizza. Vielleicht noch ein Glas Wein später. Da haben wir nämlich noch von letztem Wochenende was übrig. Also wir haben die ganze Weinflasche nicht platt gemacht. Wir haben noch ein bisschen was über. Vielleicht machen wir das dann jetzt heute Abend auf der Couch, machen uns gemütlich. Vielleicht machen wir dann die Flasche leer. Also viel ist es, wie gesagt, nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Woche oder zwei warte, kann man den Wein wegschütten. Dann ist er nicht mehr genießbar. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, und die Klamotten, die mache ich dann jetzt auf jeden Fall in die Wäsche. Dann wasche ich dann morgen Wäsche. Die kann man dann auch gut raushängen. Soll nämlich morgen auch nochmal 38 Grad werden. Das heißt, die Wäsche wird dann wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten draußen trocknen. Ich habe auch genug Wäsche beisammen. Vor allen Dingen jetzt mit den neuen Klamotten. Aber ja, ich fange dann jetzt auf jeden Fall an mit dem Backofen vorheizen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen spät, das ist 1 Uhr Sonntag. Aber wie ihr seht, habe ich mich heute ein bisschen hier mit dem Häkeln beschäftigt. Was ist los, Pipi? Hm? Wo ich den? Auf jeden Fall habe ich 2 Granny Squares bisher gehäkelt nach einer Anleitung, die ich bei Pinterest gefunden habe. Ich habe auch übrigens meinen Booksleeve, den ich schon vor ein paar Wochen angefangen habe, fertig gehäkelt. Also den habe ich zuerst fertig gehäkelt und dann dachte ich mir, mache ich mich an die Granny Squares, weil da will ich ja eine Tasche draus machen. Das heißt, ich brauche allerdings noch bestimmt, oh, ich weiß gar nicht, 10 weitere Squares mindestens. Die wollte ich dann so anbringen, aneinander häkeln, also nicht so, sondern halt so. Und hier habe ich auch die Blumenblätter anders gehäkelt. Also ich habe mich nämlich hier irgendwie von der Anleitung irreführen lassen, habe das ein bisschen falsch gemacht. Deswegen sehen die ein bisschen spitzer aus. Und so soll das eigentlich sein, runder. Deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich dieses Square überhaupt benutzen soll. Muss ich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar häkeln, denke ich. Ich war im Fußball. Momentan gucke ich da noch Downton Abbey. Aber Fußball fängt jetzt schon in einer Stunde an. Deutschland gegen die Schweiz. Und mal gucken, wie viele Granny Squares ich da jetzt noch gehäkelt bekomme während dem Fußball. Mausezahn, kann es sein, dass du raus musst? Musst du Pipi? Mache ich mal vielleicht noch einen Kaffee, lass den Hund raus. Und dann wird weiter gehäkelt während dem Fußball.